So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal haben wir die Underworld betreten und können jetzt das erste Level hier spielen, Where They Belong. Ja, ich würde sagen, let's go. Ich bin mal gespannt, wie es vom Schwierigkeitsgrad her jetzt wird. Also ich habe ja schon jetzt hier, ne, in der Zwischenwelt habe ich auch schon jetzt einiges an Saves genutzt. Aber mal gucken, wohin wir uns entwickeln werden. Außerdem haben wir die nächsten zwei Mondräume gestern, ach, ja, also gut, doch im gestrigen Part kann man sagen, gesehen. Und ja, nichts Neues ansonsten. Ah ja, where they belong. Okay. Ah, das fährt. Muss ich da wieder zurück auf den Kollegen? Loop. Aber immerhin wieder schöne Musik. Ach Gott, ach Gott. Muss ich da dann hin und her springen, oder wie? Ah ja. Uiuiui, da halten wir uns jetzt schon mal eine ganze Weile hier auf, im ersten Screen. Aber ich verstehe noch nicht ganz. Ach so. Okay. Das Gute ist, hier wäre zum Beispiel schon eine Möglichkeit für einen Stack. Falls ich mich mit der Zeit aufregen sollte. Das ist nämlich kein 1er-Springboard, das ist ein Springboard, was unendlich oft funktioniert. Sehr gut. Okay, jetzt muss ich das gut abtimen. So. Und dann ist es weg. Weil wir hier ein vertikales Level haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass das schon ausreicht, um das off zu screenen. Das war nicht der Plan. Okay, wir setzen. Ich bin jetzt schon genervt von dem Anfang. Also nicht genervt im Sinne von der Anfang ist schlecht. Einfach nur, weil ich es nicht hinkriege. Wir setzen einen State nach dem Springboard. So. Ah, okay, ich verstehe. Hiergegen. Ja, hiergegen. Und dann da hoch auf die nächste Shell. Okay. Ja. Genau, und dann hier hoch und dann. Okay. Ja, das, ja. Okay. Und jetzt kann ich hier ein bisschen chillen wieder, ja? Okay, cool. Hier wäre wieder eine Möglichkeit für ein State, aber ich meine, das war jetzt in Ordnung. Das mache ich noch öfter. Das war jetzt nicht so ein schlimmer Anfang. Nicht so schlimm wie am Anfang. Okay, ich weiß nicht, woran ich gestorben bin, aber an irgendwas bin ich gestorben. XD. Waren da manche, in die ich gesprungen bin? Okay. Das muss man halt auch erstmal wissen, was da kommt und wann das kommt. Lol. Gut. Aber passt. Where they belong heißt, die Fische kommen immer genau. Also die Fische, die Delfine kommen immer da, wo man sie braucht. Da, genau da gehören die hin. Moment, dann ist es aber doch nicht vertikal. Hä? Hä, wieso hat es das Springboard dann wegge... Hä? Ich verstehe nichts mehr. War ich dann sogar bis im nächsten Screen, dass es weg war, oder was? Hä? Okay, können wir das nochmal kontrollieren? Ist einfach weg. Ich dachte jetzt vielleicht, weil es vertikal ist, aber das ist ja nicht vertikal, es geht ja doch nach rechts weiter. Okay, check ich nicht, ist egal. Wenn ich normal hochspringe, ist es dann auch weg? Ich
spring doch nicht viel. Spring ich höher, wenn ich über das Ding hüpfe? Bin ich jetzt wirklich so viel höher gewesen? Das ist Magie! Ich meine, es ist nicht wichtig, aber ich verstehe es nicht. Das ist Magie! Dann bin ich in dem Moment so viel höher kurz gewesen, dass es dann genau in dem Moment weg ist. Krass. Ach komm. So. Ach, da hochwerfen! Jetzt habe ich es gesehen. Dann nehme ich den und dann kommt wieder einer. Okay, aber wenn man das nicht weiß, erwischt man die nicht sofort. Also, weil niemals würde ich da in die Luft springen, wenn ich es nicht wüsste, was da kommt, ne? So, es ist cool gebaut, aber man will es, glaube ich, aufs erste Mal nicht schaffen. Und da ist schon der Midway Point. Okay. Das ist ja eigentlich echt kurz. Das ist eigentlich echt wieder kurz. Das fühlt sich jetzt schon wieder... Das ist jetzt wieder so ein Punkt, ne? Das fühlt sich jetzt schon wieder schlecht an, dass ich das gestatet habe. Weil da ist schon der Midway Point. Das ist das, was ich meine mit States. Das ist dann leider ein bisschen zu easy. Ne? Weil ich muss jetzt nur noch diesen Shell Jump da oben schaffen. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, aber vielleicht nehme ich die Shell noch mit. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber komm, ist egal. Ist egal. Es meckert bei euch keiner, wenn ich state. Machen wir es halt. Bisschen habe ich ohne gespielt, bisschen mit. Ja, was soll's. Weiß mich schon reizt, mit es am Stück zu schaffen. Muss ich ja gestehen. So, aber jetzt spielen wir erstmal weiter. Vielleicht brauche ich ja noch den Rest des Levels. Für hier. Oh, jetzt kommt der Spaß. Okay. Okay, das passt nicht ganz. Natürlich! Okay. Ich bin zu langsam. Okay. Wieso... Jetzt passt's. Zu langsam. Okay. Nein! Das war Mist. Rüber. Boah, nee, wo muss ich denn da hin? Ich dachte, hä, aber das haut nicht hin. Auf den komme ich nicht mehr drauf. Ich muss irgendwo anders hin, aber ich habe es noch nicht gesehen, wo. Auf den zweiten komme ich auch nicht drauf. Hier vielleicht doch noch. Ah, lol, der wird hochgejietet. Ganz schön knapp.
Nein! Okay, und jetzt da drauf und dann da drauf und jetzt hätte ich eine Shell irgendwie noch. Ich blick mit den Indikatoren da oben noch nicht so ganz durch. Das sind so viele blaue Münzen, aber wo genau, wie genau? Ah, okay, da ist eine gelbe. Genau so. Genau so. Yo, sick. Okay, ein ganz kurzer hier und dann die Shellmin. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Na, das ist... Das ist das, was so blöd ist, wenn man aus dem Drehsprung eine Shell abwerfen soll, weil das ist eigentlich... Ist es RNG? Ich glaube, es ist RNG. Toll. Also es ist nicht ganz RNG. Wahrscheinlich, wenn man es wirklich genau hinschauen würde, könnte man es vielleicht kontrollieren, aber es fühlt sich wie RNG an. Dass die jetzt genau nach rechts fliegt. Es ist wahrscheinlich kein RNG, ne? Wahrscheinlich müsste ich sie nicht mal in die Hand nehmen. Wahrscheinlich könnte ich die sogar einfach berühren. Oh, das war dumm. Muss ich mal gucken, ob die dann auch darüber fliegt, ob das funktionieren könnte, würde. Ich würde fast vermuten, das müsste gehen. Mann! Oh, ich mach sie dann ja kaputt. Ich bin blöd. Ich muss sie in die Hand nehmen. Ich kann sie ja gar nicht mit einem Drehsprung aus antipsen. Seitlich vielleicht. Na, das macht's komplizierter. Das macht's nur komplizierter. Wir nehmen sie in die Hand und hoffen einfach, dass sie passt. Und dann muss ich ja darüber. Mist. Wir vergessen, wie es weitergeht, nachdem die Shell passt. Ach komm, jetzt war ich zu schnell. Was ist das denn? Okay. Nein! Na super. Das Level macht es mir gerade nicht leicht, nicht doch gleich wieder zu Safe State. Nein! Verfehlt! Aber das war bisher einer der besten Versuche. Muss man auch mal so sehen.
Und jetzt? Und jetzt? Wenn man es halt vorher nicht weiß, kann man es nicht erwischen. Das ist ein... Bin ich nicht so Fan von, muss ich gestehen. Jetzt weiß ich's, jetzt werde ich es beim nächsten Mal besser machen, aber ich muss jedes Mal halt wieder bis dahin spielen. Na, jetzt weiß ich, dass der... Okay, wait, wie muss ich den denn erwischen? Hätte ich da vorher abspringen müssen? Ich erwische den nicht. Ich muss einen kleineren Sprung machen. Sheesh. Okay, wenn ich die sofort loslasse, schieße ich meistens in die Richtung, die ich will. Okay. Okay, jetzt sind die Dinger weg. Das ist schlecht. Die brauche ich noch. Scheiße. Ja, aber jetzt brauche ich... Oh, der kommt wieder. Okay, Moment. Ich spule zurück. So. Wenn der wiederkommt, schaffe ich es ja vielleicht sogar. Mal gucken. Das interessiert mich jetzt. Oh, lol. Okay, das Level hat irgendwie kameratechnisch eine interessante Geschichte. Dass jetzt hier nicht runterscrollt zum Beispiel. Ich glaube, das ist anders gebaut, als man sich's, als man das so kennt. Vom Scrollen her. Deswegen taucht er nämlich auch gleich wieder auf, der Kollege da. Jetzt ist aber der weg. Das wollte ich nicht. Wisst ihr, wie ich meine? So, der ist jetzt einmal da und dann kommt er aber nicht wieder. Jetzt ist der nämlich dafür weg. Jetzt ist der weg. Okay, ich blick noch nicht ganz durch. Noch nicht ganz durch. Es ist irgendwie ganz komisch zusammengestellt, das Level. Weil hier kann ich ja auch runterfallen. Wieso konnte ich da drüben nicht mehr runterfallen? So, wieso ist der Screen dann da plötzlich nach unten abgeschnitten? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn es ein ganz normales Level ist. Aber irgendwie ist der Screen an der Stelle, wie gesagt, abgeschnitten. Habt ihr ja gerade gemerkt. Ich durfte nicht mehr runterfallen. Aber hier darf ich runterfallen. Ist ganz wild. Kann man sicherlich auch so programmierweise, so stellenweise einstellen, aber interessant. Ja, jetzt habe ich gemerkt, dass ich zu weit drüben war. Keine Chance. Keine Chance. Hm, könnte passen noch. Ja. Ah, und dann... Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Und dann auf den grünen... Links und dann auf den grünen rechts. Ich soll gar nicht auf den anderen Delfin zurück. Ich dachte, ich muss auf den Delfin nochmal zurück. Aber das soll ich gar nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Hier, hier und dann hier runter. Und da ist das Ziel. Okay. Okay, das schaffen wir am Stück. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ist akzeptiert. Schaffen wir am Stück. Ist in Ordnung.
als kleine Wiedergutmachung, weil ich den ersten Teil gesavestated habe. Ich spiele jetzt den zweiten ohne Stakes. Ist okay. So wild ist es nicht. Musste ich nur auch erstmal wieder checken. Das war, hier war es jetzt, glaube ich, relativ schwierig zu checken für mich. Hat man, glaube ich, gemerkt. Ich war ziemlich verloren. Eine ganze Zeit lang. Jetzt habe ich es kapiert, aber ich war ziemlich verloren eine Zeit lang. Nein! Oh. Nee, das war zu hoch, was? Frech. Ja, das passt aber wirklich ganz gut, wenn man weiß... Nein! Wenn man weiß, dass man, wenn man die Shell direkt loslässt, dass sie dann nach rechts geht, dann ist es kein RNG mehr. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich viel zu viel aufgeregt. Gebe ich zu. Hätte ich ruhiger angehen sollen, das Level. Nein! Ich habe den irgendwie komplett aus den Augen verloren gerade. Das war zu spät losgelassen. Nein. 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 Okay. Ja, jetzt habe ich den Mund halt nicht. Schade. Komme ich auch nicht mehr ran, ne? Den muss ich mir schon holen. Aber das ist, was ich meine. Wozu eine Liste, in welchem Level ein Mond ist? Ich habe Augen im Kopf. So, das wäre sinnvoll, wenn die irgendwie versteckt wären, dass man nicht weiß, in welchem Level ein Mond ist. Aber ich habe Augen im Kopf. Ich sehe, wo ein Mond ist. Tatsächlich. Tatsächlich sehe ich das. Selbst ich. Selbst ich sehe, wo ein Mond ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ich brauche keine Liste mit Namen, wo Monde sind. Was? Das ist komplett useless. Es ist okay. Es ist... Ich nehme es zurück. Man kann ja jedes Level spielen. Und muss nicht alles spielen. Wenn es jetzt Leute gibt, die nur Level spielen wollen, wo ein Mond ist und bei den anderen sagen, das ist Filler, das interessiert die nicht, dann kann man es noch akzeptieren sogar. Dann kann man sagen, okay, das und das Level muss nicht gespielt werden. Weil da ist einfach kein Mond drin. Und wer nur die Monde haben will, so für Moon Percent, na, der kann dann sagen, okay, ich sammle nur die Monde ein. Und der Rest juckt mich nicht. Ich krieg die Krise. Es sind so viele On-Off-Dinger da und ich verfehle sie jedes Mal. Aber ich ziehe das jetzt durch. Ich bleibe hier ohne States. Wir haben es ja schon fast geschafft. Ich muss nur noch den Mond ohne States erwischen. Und es ist so kurz. Ich meine, schaut euch das an. Ich bin schon wieder hier. Es ist so kurz, der Abschnitt. Nein! Okay, aber kriegen wir hin.
Kriegen wir hin. Ich bleib dabei. Ich zieh das durch. Ich habe ein viel zu schlechtes Gewissen, dass ich den ersten Abschnitt gestatet habe. Der war eigentlich auch nicht so schwierig. Schaut euch das an, wie schnell man hier ist. Das ist der kürzeste... Oh, scheiße. Einer der kürzesten Abschnitte überhaupt, die ich jemals in dem Lack gespielt habe. Das ist so übelst kurz. Weil es aber halt eine Weile dauert, bis man es kapiert, wie es geht, ne? Also das muss ich natürlich dazu sagen. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich es verstanden habe. Nein, das war's fast. Das war's fast. Okay. Okay. Ich habe eine Idee. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Das muss ich ausprobieren. Das geht. Das geht, das machen wir. Das ist leichter. Das ist leichter. Ich nehme den Typen mit. Also ich kann beides probieren. Aber ich will den Typen mitnehmen. Mit dem müsste ich auch an den Mond rankommen. Zumindest so, wie ich mir das gerade vorstelle, gedanklich. Aber... Ah, aber ich komme da nicht mehr... Ich muss springen, um den zu holen. Vielleicht macht das das Ganze problematischer. Das könnte natürlich sein. Nein! Jetzt habe ich den wieder verfehlt. Aber merkt ihr, wie... Das ist das, was diesen Hack, diese Faszination für den Hack so ausmacht. Dieser Wandel von... Ich check überhaupt nichts... Bis hin zu, man spielt's einfach routinemäßig plötzlich durch, weil wenn man alles begriffen hat, ist es einfach ein Spaziergang. Was vorher total unmöglich gewirkt hat, ist einfach ein Spaziergang geworden. Das ist das, was ich immer wieder an den Leveln so faszinierend finde. Ne, wie so ein Code, der sich vor einem entschlüsselt und den man plötzlich lesen kann. Okay, ich könnte... Ja, ich glaube, ich kann ihn mitnehmen und es müsste beides funktionieren. Es müsste sowohl die eine Variante als auch die andere funktionieren. Schön wäre halt nur, wenn eine von beiden jetzt mal klappen würde. Eieiei. Ach komm. Ich bin nie, ich konnte nie. Taste. Wieder beides verfehlt. Ah, aber wir kommen der Sache näher. Ich würde mich erstmal drauf konzentrieren, den Typen mitzunehmen. Ich glaube, das ist meine Exit-Strategie. Scheiße. Mann! Es hängt alles nur noch an dem Mond.
Das ist der fieseste Mond überhaupt bisher. Wobei andere vielleicht auch fies gewesen wären, die ich nicht mit Stealth geholt hätte. Scheiße. Den hätte ich jetzt perfekt gefangen, ne? Aber ich habe den on-off nicht erwischt. Es ist doch... Mann! Oh shit, zu hoch. Too high! Ah, das habe ich mir gedacht, dass der zu niedrig ist. Das habe ich mir gedacht. Nein! Yes. Ich habe ihn wieder verfehlt. Der ist dann so ein bisschen links. Von links muss ich rüberspringen. Das kann auch nicht so schwer sein. Wie oft ich jetzt schon dort war, ne? Hä? War ich jetzt so schnell, dass ich die Shell nicht erwischt habe? Scheiße, Mann, das war der Sprung. So. Jetzt haben wir's. So. Du gehst jetzt da drauf und wenn du dich wieder beruhigt hast, haben wir den Mond. Scheiße. Ein Versuch habe ich noch. Das wäre die Theorie. Okay, aber es funktioniert. Wenn ich nicht völlig dumm bin wie gerade eben, dann funktioniert das auch. Ja, also, ne? Kein Problem. Okay. Ich hoffe, damit habe ich mich ein bisschen mit dem Level versöhnt und den das wieder gut gemacht, dass ich den State genutzt habe am Anfang. Die ersten Abschnitte. Gut. Bloody Sanctuary ist dann das nächste Level. Das gibt's beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.